Order. I'm really looking forward to this meeting. Wolfgang Schäuble really is one of the key figures. He's the guardian of German monetary orthodoxy, and he's the scourge of the Greeks for their profligacy and failure to pay their taxes. Guten Morgen. Ich besuche Herr Minister Schäuble, bitte schön. Okay, come in, please. Danke. You've probably seen the way that some of the Greek papers have been depicting you, and indeed the way they've been depicting Angela Merkel. How do you feel about this? Ich habe gelegentlich schon in deutschen Zeitungen ähnliche Karikaturen gesehen. Und wenn ich mir anschaue, wie britische Politiker in britischen Zeitungen karikiert werden, dann muss ich damit leben. Do you really think that with the austerity measures in Greece, Greece can ever recover? Ja, ich glaube schon. Es muss seine Staatsfinanzen in Ordnung bringen und es muss durch strukturelle Reformen Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Andernfalls hat Griechenland unter dem verschärften Wettbewerb der globalisierten Wirtschaft keine Chance. A number of European leaders have commented that Greece should never have been in the euro. Does it not follow logically that Greece should not be in the euro today, that actually things would be much easier for the euro if Greece were not a member? Aber das ist verschüttete Milch und der soll man sich nicht um die soll man sich nicht bemühen. Griechenland ist Mitglied der Eurozone. Die Eurozone beruht auf dem Prinzip, dass wer zur Eurozone gehört, auch Teil dieser Eurozone bleibt und dass die Mitglieder der Eurozone in der Lage sind, die Stabilität des Euros als Ganzes zu gewährleisten. Do you feel that democracy is a casualty of this crisis or indeed of this system? Nein, die Demokratie wird eher gestärkt. Das Europäische Parlament ist genauso ein demokratisch gewähltes Parlament wie das britische Unterhaus und der deutsche Bundestag. Die Europäische Kommission ist durch die Regierungen gebildet, aber ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments gibt es keine Europäische Kommission. Und natürlich ist klar, europäische Integration heißt, dass wir Schritt für Schritt nationale Souveränität ergänzen durch europäische institutionelle Regelungen. Für einen Euroskeptiker in Großbritannien ist das ein bisschen schwer zu akzeptieren. Deswegen muss man immer wieder dafür werben, dass es die bessere Lösung für das 21. Jahrhundert ist.